Aquamarin Wirkung und deren Anwendung. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kristalluniversum Kanal. Und ja, heute möchte ich dir die Wirkung von Aquamarin näher bringen, was die Psyche und deine Seele anbelangt. Und zudem noch ein paar Tipps geben, wie du den Aquamarin anwenden kannst. Die Steinheilkunde besagt Folgendes über die Wirkung von Aquamarin. Die sanfte blaue Farbe des Aquamarins wird oft mit Ruhe und Entspannung in Verbindung gebracht. Es wird angenommen, dass der Stein dazu beitragen kann, Stress und Anspannung abzubauen und den Zustand der inneren Ruhe fördert. Die emotionale Heilung. Aquamarin wird oft als Heilstein für emotionale Wunden und Traumata angesehen. Es wird vermutet, dass der Stein dabei helfen kann, emotionale Blockaden zu lösen und verdrängte Gefühle freizusetzen, was zu einer besseren emotionalen Balance und einem erhöhten Wohlbefinden führt. Die Klarheit und der Fokus. Einige glauben, dass der Aquamarin dabei helfen kann, den Geist zu klären und den Fokus auf wichtige Aufgaben und Ziele zu lenken. Dies kann dazu führen, dass man sich weniger abgelenkt und überfordert fühlt und besser in der Lage ist, klare Entscheidungen zu treffen. Das Selbstbewusstsein und der Selbstausdruck. Aquamarin wird oft mit der Förderung von Selbstbewusstsein und einem verbesserten Selbstausdruck in Verbindung gebracht. Es wird angenommen, dass der Stein die Fähigkeit stärkt, seine wahren Gefühle und Gedanken offen und ehrlich auszudrücken, was zu einer besseren Kommunikation und stärkeren Beziehungen führen kann. Der Mut und das Selbstvertrauen. Der Aquamarin wird auch als Stein des Mutes und des Selbstvertrauens angesehen. Es wird vermutet, dass er dazu beiträgt, Ängste und Unsicherheiten zu überwinden und den Träger dazu ermutigt, mutige Entscheidungen zu treffen und Herausforderungen selbstbewusst anzugehen. Und jetzt möchte ich dir noch einige gängige Anwendungsmethoden vorstellen, die in der Heilsteintherapie bei Aquamarin verwendet werden. Eine der häufigsten Methoden, den Aquamarin zu nutzen, ist das Tragen des Steins als Schmuck, zum Beispiel in Form von Anhängern, Ohrringen, Armbändern oder Ringen. Auf diese Weise bleibt der Stein in direktem Kontakt mit deinem Körper und soll angeblich seine beruhigenden und klärenden Eigenschaften entfalten. Platzieren im Wohn- oder Arbeitsbereich. Stelle den Aquamarin in deinem Zuhause oder Büro auf, um eine harmonische Atmosphäre zu fördern. Der Stein soll dabei helfen, Stress abzubauen und die Kommunikation zu verbessern, insbesondere in schwierigen oder konfliktreichen Situationen. Als dritten Punkt kannst du den Aquamarin auch für deine Meditation verwenden. Während der Meditation kannst du den Aquamarin in deiner Hand halten, auf dein drittes Auge, also zwischen den Augenbrauen legen oder in deiner Nähe platzieren. Dies soll dir helfen, dich bewusst mit der beruhigenden Energie des Steins zu verbinden und Klarheit und innere Ruhe zu finden. Außerdem kannst du den Stein auch zum Baden verwenden. Ja, Baden im Steinlicht. Einige glauben, dass ein Bad im Licht einer Aquamarinlampe oder Kerze die Heilkräfte des Steins aktivieren kann. Hierbei soll die Energie des Steins über die Haut aufgenommen werden und den Körper und Geist harmonisieren. Und das waren jetzt auch schon meine Tipps zum Aquamarin. Ich habe dir auch unter dem Video noch weitere Infos verlinkt, schau da doch auch gerne mal vorbei. Und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich gerne über ein Abo, lass einen Kommentar da und dann sehen wir uns bald wieder. Euer Christian hier vom Kristalluniversum TV. Bis bald!